Bauen wir hier mal ein paar von den Wohnhäusern aus für mehr Siedlerraum. Und ja, du solltest mal hier oben jagen gehen. Ansonsten habe ich in keinem der Gebiete Wild und das ist auch das einzige Wildgebiet. Also ja, sollte ich in dieser Mission lieber meine Wurst für Musketiere aufheben. Ja, was ich halt machen könnte, da Kleidung produzieren, ja. Jetzt nicht so die Sache ist. Und ich auch über andere Wege an Geld kommen sollte. Richten wir hier mal Schäfer. Und bauen auch ein bisschen unser Wegenetz aus. So, wie sieht's mit der Weizen, mit der Mehlproduktion aus? Ganz okay, eigentlich. So, wir haben unsere Mönche. Dann bekehren wir die mal. Da latschen sie los. Nochmal gleich 12 Mönche. So, Weber und Schneider auch gleich mal etablieren. So, Schafe werden gezüchtet und geschoren. So, da kommen unsere Mönche, ziehen heimlich ihre Prügel unter ihren Kutten hervor und sagen, sei ihr bekehrt oder sei ihr geschlagen. Ja, und Geld kommt auch gut rein. Exzellent. Ihr habt Zugang zur Wassermühle erhalten. Das wird euch helfen, schneller an Münzen zu kommen. Mhm. Ihr solltet genug Holz in euren Lagerhäusern haben. Tauscht es gegen Münzen, wenn ihr dem Alchemisten per Handel helfen wollt. Alternativ könnt ihr eigenständig Münzen produzieren, indem ihr die Kohlemine im neuen Sektor nutzt. Milady, es ist eure Entscheidung,
wie ihr dem Alchemisten helfen wollt. Er ist verzweifelt und benötigt dringend eure Hilfe. Ja, die Mastermühle kann auf dieselbe Weise wie die Taverne in eurer Wirtschaft integriert werden. Sie kann als Bezugsquelle von Brettern und Münzen dienen. Ist halt eine Holzfällermühle, also ein Sägewerk. Wenn sich eine Wassermühle im Königreich befindet, könnt ihr sie als Bezugsfeld für Bretter und Münzen nutzen. Genauso wie wir dem Wirt halt Bier verkaufen können. Eisenbergwerk. Kohlebergwerk. Eisenschmelze. Und noch ein Lagerhaus hier. Auch wenn wir das nicht wirklich brauchen. Wir brauchen jetzt langsam Soldaten. Erstmal so wieder 8 Pikiniere. Erstmal, die sollten reichen. Oh, kein Werkzeug für dieses Arbeitsgebäude vorhanden. Das heißt, Logistik gibt dem hier mal Vorrang vor allen anderen. So, dahin, dahin. Das da hätte ich noch gerne. Und mehr Prestige erstmal. So, es heißt, es greift Drakorian an. Hm? Also immer noch den Sektor hier besetzen und ab dann geht's eh nicht weiter. Und ja, hier haben wir auch noch eine Cutscene. Übrigens. Drakorian bricht das Gesetz. Sehr toll. Der Weg zum Laboratorium wird nach wie vor von ihm versperrt. Nimm dieses Lager ein und brech durch. Ja, kennen wir alles. Aber aus Versehen nochmal drauf geklickt. So, unsere Soldaten kommen rein. Da gibt es jetzt noch ein Problem. Wir haben keine Steine mehr. Das ist jetzt sehr, 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 sehr unpraktisch. Ja gut, wir haben jetzt alles freigeschalten. Das heißt, ihr produziert mir mal jetzt Steine, weil Gold brauchen wir gerade keins.
So, welches von beiden haben wir jetzt pausiert? Das würde ich gerne wissen. Und ja, Geologen können, also wenn ich meine Bergarbeiter auf Geologe umstelle, dann können sie mir Steine beschaffen, was gerade wichtig ist. Ihr seht, die Wirtschaft in diesem Spiel kann recht problematisch sein. Und da kommt Stein, sehr gut. Also er hat beim Abbau Steine gefunden. Bei seiner Geologenarbeit. Also ja, es gibt beim Geologen, glaube ich, zwei Ergebnisse. Entweder sie erhöhen die Rohstoffe wieder in der Mine, indem sie neue finden. Oder sie finden Steine. Und sehr gut, es ist das, die Berghütte, die gebaut wird. Mir fällt auch gerade so auf, wenn ich noch mehr Gold brauche, kann ich auch die Ringe, die ich eh nicht brauche in der Mission, eintauschen. Weil bessere Kaufleute kann ich eh nicht anheuern, weil dazu müsste ich die Händlergilde ausbauen und dazu bräuchte ich erst die Freischaltung, die ich in der Mission noch nicht habe. Wir haben, also für 7 Mal können wir handeln. Ich sehe nämlich sonst nichts, was wir mit den Ringen anfangen können. Also ja, wir können mal kurz unsere Weberin zu sehen, wie sie arbeitet. Ja, ordentlich an ihrem Webstuhl. Da hat sie Stoff gemacht. Ja, und wir haben immer noch ein Problem, dass wir kein Werkzeug haben. Tja, tut mir leid. Das heißt, die Weberin muss jetzt erstmal dran glauben. Sollten wir die beiden Dinge auch erstmal wieder einreißen. Weil erstmal muss die Eisenschmelze uns was herstellen. So, in der Zwischenzeit geben wir 15 Musketiere in Auftrag. Während wir darauf warten, dass die Händlergilde mehr Gold reinbringt. Gut, die Eisenschmelze hat dann hoffentlich bald zu tun, wenn sie ihr Werkzeug kriegt. Das heißt, ich kann jetzt die Weberei, die Kohle und das Eisenbergwerk wieder in Produktion bringen.